gehen wir nochmal in die Sonne. Ich glaube irgendwie, die Level hier sind wahrscheinlich nur in Marios Kopf. Der kriegt wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich ohnmächtig, der kriegt irgendwie einen Anfall, wenn er in die Sonne guckt. Und dann träumt er das hier. Und wenn er wieder aufwacht, glaubt er, dass er mehr Shinies hat oder so. Keine Ahnung. Oder das ist eine geheime Welt in der Sonne. Könnte schon auch sein. Schon. Moment. Ah, warum denn? Warte mal. Was? Nein! Lauf! Ah! Gemeinheit. Naja, da gibt es eh nur eine blaue Münze, glaube ich. Eigentlich soll ich, glaube ich, dahin, oder? Man muss echt am Anfang aufpassen, was einem die Kamera zeigt. Das ist man verloren. Für immer. Okay. Da kann man auch wenigstens dann. Genau. Nein, funktioniert er nicht. Ja, danke. Okay, und nun schießen wir auf den goldenen Vogel da. Wirklich? Ich muss mal lesen. Der Bezwinger der Labyrinthruine. Hey, dann war es vielleicht doch das da unten, mein eigentliches Missionsziel. Ich schätze mal, dass der Vogel hier nicht mein Ziel ist, oder? Bin mir nicht sicher, aber ich habe den jetzt schon ganz schön getroffen auch irgendwie. Aber warum kommt man sonst hier hoch? Stehen bleiben, Vogel. Ich glaube, dass du möglicherweise mein Ziel bist. Bin mir aber nicht sicher. Ah, tatsächlich. Zaxen die. Das ist aber was, das kann man auch sehr leicht übersehen, oder? Es fliegen in dem Spiel so viele Vögel rum, dass der eine da oben zufällig gelb ist. Da muss man schon aufpassen irgendwie. Piazza Delfino. Und ich habe immer Palazzo Delfino gesagt. Tja, du kannst gehen. Warte mal ganz schön. Ich bin gleich wieder bei euch. So. Da bin ich wieder. Aber nur kurz auf Twitter mit einem Auge. Der Bezwinger der Labyrinthruine. Ach so, was ich jetzt gemacht habe, war irgendwas ganz was anderes. Ich verstehe. Aber ich glaube, ich weiß eventuell vielleicht, was ich eigentlich machen muss. Meine Haare sind heute irgendwie komisch, ne? Ich bin auch... Ich habe irgendwie... Die Einstellungen von der Kamera sind komisch. Ich sehe super bleich aus, aber meine Haare sehen voll dunkel aus. In Wirklichkeit ist es genau andersrum. In Wirklichkeit müssten meine Haare hellblond sein und meine Haut braun gebrannt. Thank you.
stell dich nicht so an, Mario. Genau. Nein, warum macht er denn da keinen Wandsprung? Will er nicht. Irgendwie. Jetzt weiß ich es halt auch nicht so genau, wie wir da verfahren mit dir, Mario, wenn du so nicht kooperativ bist. Ja, nein, warum? Warum, Mario? Warum? Also, reden wir mal mit Angelbeppi hier. Ja, das war gute Arbeit, Meister Mario. Und hier ist der Wasserfall wieder super schön und sowas. Das finde ich voll gut, aber immer noch schmutzig. Das finde ich nicht so gut. Aber wir kennen ja den wirklichen Grund. Ich verrate dir großes Geheimnis. Hochgrabstätte Alpenkönig. Mönfelsen, es muss sicher einen Weg öffnen. Bla bla bla. Okay, wartet mal. Eventuell. Verstehe ich jetzt vielleicht. Ich wollte nämlich immer zu dieser blauen Münze, aber vielleicht ist die blaue Münze nur optional und ich muss eigentlich woanders hin. Ich versuche jetzt aber nochmal über dieses Ding da, aber da oben entlang. Ja, mal schauen. Mario! Nein! Hör jetzt auf, bitte, mit dem Unfug. So, und jetzt aber da lang, bitte. Okay, das sieht gut aus. Ludala. Das kam unerwartet, dass der plötzlich wieder da ist, finde ich. Mist. Irgendwie ist egal. Wahrscheinlich kann ich ihn eh schon entstöpseln, oder? Ich glaube, nur seine beiden vorderen Arme sind problematisch. Hallo, ist es da? Wie geht's? Wo ist der gerade genau gelandet? Hurra! Geschafft! Oh, Andreas Weiß, habe ich vorher gar nicht gesehen. Falls du noch da bist, danke fürs Followen. Manchmal höre ich die Blittle-Diddle-Ding Information nicht. Gewiddelde Bling macht's normalerweise. Aber wenn das Spiel gerade so laut ist, höre ich's nicht blingeln.
Und dann lese ich immer erst Minuten später die Messages. So, gehen wir nochmal in die Sonne. Die falsche rote Münze. Die falsche der roten Münzen. Hä? Verstehe ich nicht. Erika, ich weiß. Ja, jetzt weiß ich es. Was ich jetzt weiß. Ich weiß, warum das Wasser so verschmutzt ist. Logo, die Antwort bist du. Du musst auf den Grund des Meeres. Natürlich ist das momentan dir nicht möglich, dass du das machst. Ich habe ein Areal, in dem du deine Fertigkeiten testen kannst. Oli, 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 oli. Mit diesem Helm kannst du viel länger unter Wasser bleiben. Beweg dich mit dem Dreck weg und hole die roten Münzen. Aber übertreibe es nicht. Geht dir die Luft aus, schnapp dir die anderen Münzen, um Luft aufzufüllen. Kann's losgehen. In die Flasche? Damit habe ich nicht gerechnet. Oh mein Gott, die Störung ist aber auch interessant. Meine Batterie ist leer. Jetzt ist es wirklich passiert. Jetzt ist es passiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Batterien sind am Ende. Ich muss wirklich schnell ein Kabel holen. Machen wir schnell 5 Minuten Kabelholpause. Und dann geht's gleich wieder weiter. Würde ich sagen. Bis gleich. Bin ich wieder. Tada! Weiter geht's. Ach so. Oh, jetzt habe ich das Kabel liegen lassen auf halbem Weg in der Küche. Weil ich noch schnell ein paar Nüsschen essen musste. Okay, bin gleich wieder da. Machen wir schnell 5 Minuten Pause. Nee, Quatsch. Ich hole nur schnell das Kabel. Aber jetzt musste ich gerade noch zurückverfolgen, wo ich das Kabel liegen lassen habe, weil ich es nicht auf Anhieb gefunden habe. Ich wusste noch, ich habe es genommen und habe es zusammengerollt zu so einem Kranz und habe es dem kleinen Kater wie eine Krone aufgesetzt. Dann bin ich ins Bad gegangen und dann in die Küche, aber ich wusste nicht mehr, wo ich auf dem Weg das Kabel liegen lassen habe.
Irgendwas ist mit der Steuerung hier los. Ich weiß nicht was. Aber wir kriegen das hin. Das fühlt sich wirklich ganz komisch an hier. Also, ich glaube, ich verstehe nicht ganz, wie das hier eigentlich funktioniert mit der Steuerung, weil es fühlt sich echt an. Ja, was ist das? Warum werde ich hier so nach oben geschleudert? Warum will mich der Fisch essen? Aber Hauptsache, es funktioniert einigermaßen. Ja, einigermaßen halt. Wo ist denn bitte jetzt die rote Münze? Spinne ich? Wir waren doch gerade noch ganz in der Nähe. Nein! Wieso erwische ich denn die jetzt nicht? Ja. So, aber da fehlen noch zwei. Okay, da ist eine. Nein, jetzt nicht Fisch. Ist gerade ungünstig. Und eine brauchen wir noch. Ah. Na also. War es noch auf dem Kater, das Kabel? Nee, leider nicht. Sondern im Bad. Das wäre cool, wenn ich das Kabel überall suche und ich finde es nirgends und bin schon ganz verzweifelt. Plötzlich sitzt der Kater neben mir und guckt mich an und hat die Kabelkrone im Kopf immer noch. Aber so war es leider nicht. Vielleicht hätte ich die Geschichte so erzählen sollen. Es wäre eine bessere Geschichte gelesen. Aber gut, vom Klempner zum Zahnarzt. Na dann. Ah ja, da ist irgend so ein Fischboss, dem muss ich die Zähne mit Zauber schießen. Irgendwie sowas, glaube ich, oder? Ah, Mario, bla 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 bla, du gehst auf den Grund des Meeres. Deswegen kriegst du einen Helm. Alles klar. Soll ich da lang gehen? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich muss ich, glaube ich, ganz woanders hin. Ach so, nee, es könnte schon sein. Könnte schon stimmen. Ja, Mario, das ist gut. Du scheinst bereit zu sein, der Schmutz kommt von einem Riesenaal, der haust im Heim unserer Vorfahren am Grund des Meeres und lässt dort gefährliche Hüllräume entstehen. Sieh es dir mal an. Ja, das klingt doch wunderbar. Dann fliege ich mal schnell runter zu dem gefährlichen Riesenaal, der da unten lebt. Warum denn nicht? Der entkorkte Wasserfall schafft eine Öffnung durch den Schmutz, die als Eingang dient. Spring hinein, tauch zum Grund und putz die Zähne des Aals. Das lindert seine Schmerzen und er kehrt nach Hause zurück. Auf, sammel deinen Mut und tauche! Na Gott sei Dank, ich war mir nicht sicher, ob das noch funktioniert.
Atlantis. Ja, das wollte ich ganz offensichtlich machen. Ich hole mir mal ein paar Münzen. Ein bisschen Sauerstoffmünzen. Komm schon. Oh, das ist ja echt mal hier leicht nervig alles. Aber vielleicht könnte ich auch hier so seitlich mit dem anderen Aufsatz. Ja, ich fall halt nach unten. Sonst wird schon ganz okay gehen, glaube ich. Okay, wir brauchen schnell die Sauerstoffenergie. Aber die Steuerung hier ist so seltsam. Gott, das ist wirklich nicht gut. Einfach nicht gut hier, die Steuerung, muss ich einfach leider echt sagen. Entweder verstehe ich irgendwas nicht, vielleicht hätte ich Möglichkeiten, die ich nicht verstehe, oder es ist wirklich nicht gut. Ich lenke wirklich so hart in Richtung Zähne, wie es gerade geht. Na, es ist wirklich schlimm. Da. Heben wir uns lieber so viele Münzen wie möglich auf, weil das kann noch ein bisschen dauern hier. Ich habe erst einen Zahn, glaube ich, wirklich gereinigt. Jetzt komm schon, das hat nicht gezählt gerade. Ich glaube, ich spinne. Was will denn das Spiel eigentlich von mir? Ernsthaft? Was soll ich machen? Ja, aber wirklich, das fühlt sich an, als wäre das irgendwie verbuggt oder so. Aber ich glaube eigentlich, das gehört wirklich so. Ich habe das nicht mehr so schlimm in Erinnerung. Gott.
versucht, die Kamera gerade nach unten zu bewegen. Nur, dass ihr es wisst. Wirklich. Ich glaube, jetzt ist die Kamera kaputt. Ah, okay. Ich war noch reingezoomt. Aber ich glaube, ich habe versehentlich einen Zahn sauber gemacht. Immerhin. Okay, ich habe das Gefühl, das funktioniert viel besser. Jetzt müssen wir nur wieder schnell Leben sammeln. Aber ich glaube quasi... Ja, ich glaube, ich weiß schon, wie ich es mache. Im Grunde hochsteigen, in die First-Person-Ansicht wechseln, den Aufsatz wechseln und während man fällt, reinsprühen. Und dann wieder hochsteigen und wiederholen das Ganze. Schauen wir mal, ob das besser geht wirklich. Ich glaube, jetzt sterben wir, wenn ich nicht aufpasse. Nein, es ist dunkel und ich habe Angst. Puh, wir sind nicht tot, das ist aber irgendwie nett. So, wo sind bitte noch Münzen? Da hinten sind noch ein paar. Oh, oh. Aufgemampft. Okay, ja, ich habe wieder einen Zahn. Oh mein Gott. So. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen Münzen. Mein Gott, das ist aber ganz schön weitläufig hier hinten. Aber seine Zähne sehen jetzt schon einigermaßen gut aus eigentlich. Warum? Habt ihr gesehen, wie Mario plötzlich beschleunigt ist, als ich über die Kante bin? Also es ist echt weird. Es fühlt sich auch so... Ich kann es nicht beschreiben. Es ist furchtbar träge. Das Momentum, das man aufbaut, verhält sich komisch irgendwie. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach nur weird. Man muss es fühlen. Man muss den Controller in der Hand haben, um zu verstehen, wie seltsam das ist. Aber ich glaube, man sieht es einigermaßen gut. Sag mal, ich kann die Münzen nicht so schnell sammeln, wie ich Energie verliere. Ich befürchte, jetzt haben wir auch schon langsam keinen Münzvorrat mehr. Also jetzt heißt es hier, Zähne sauber machen und zwar schnell. Okay, irgendein komischer Bug, voll gut. Nehmen wir. Okay, jetzt wurden wir doch gefressen. Sind noch irgendwo nennenswerte Münzansammlungen? Sieht schlecht aus, ne? Oh, warum macht denn der die Zähne immer wieder dreckig irgendwie? Das ist ja furchtbar. Ja, Verzeihung. Das waren Freuden. Wookie-Schreie. So. Okay, jetzt müssen wir da hinkommen, bevor wir ersticken. Das wird gut. Ah, wir kriegen vollen Sauerstoff. Das ist nett. Er hat uns auch ein Herz aus Münzen hier gelassen. Das ist zwar auch nett, aber hätte er sich bitte nicht von Anfang an vielleicht einfach nicht so anstellen können. Ja.
Das war ein stressiger Shiny, ein stressiger Stern. Sonne-Dingend. Aber cool.